Jetzt gibt es den sogenannten Begriff des Gültigkeitsbereichs und der Lebensdauer. Was hat es damit zu tun? Oder was ist der Gültigkeitsbereich? Wir werden das auch in einer späteren Unterrichtseinheit nochmal erweitern und uns nochmal im Detail anschauen. Aber im Moment müssen wir wissen, was das ist, und deswegen führe ich es kurz schon mal an. Der Gültigkeitsbereich einer Variablen ist der Teil eines Programms, in dem eine Variable genutzt werden kann. Nämlich genau den Variablennamen in einem Ausdruck verwenden kann zur Berechnung von neuen Werten aufgrund von in der Variablen gespeicherten Werten. Bei lokalen Variablen gilt, der Gültigkeitsbereich beschränkt sich auf den Block, in dem die Variable definiert wurde. Und er beginnt ab der Stelle der Definition. Das heißt, bevor ich auf eine Variable zugreife, sie in einem Ausdruck also benutze, muss ich sie definieren. Und nach dem Block ist die Blockanweisung, insbesondere jetzt bei uns der Prozedurrumpf, nach dem Block ist die Variable nicht mehr gültig, das heißt, dann kann ich sie auch nicht mehr benutzen. Bei globalen Variablen gilt, sie umfasst das ganze Programm, der Gültigkeitsbereich umfasst das gesamte Programm. Das heißt, ich kann insbesondere in allen Prozedurrümpfen auf diese Variable, diese eine Variable zugreifen. Ausnahmen, ja, wenn ich Variablen einführe, kann ich natürlich sie noch nicht im eigenen Initialisierungsausdruck verwenden, weil dann hätten die ja noch gar keinen Wert, die Variablen. Und ich kann sie auch nicht verwenden in Initialisierungsausdrücken vordefinierter globaler Variablen. Wenn ich also zwei globale Variablen definiere, kann ich bei dem Initialisierungsausdruck der ersten globalen Variablen noch nicht den Namen der anschließend definierten zweiten globalen Variable nutzen. Und es gilt, im Gültigkeitsbereich einer Variablen darf keine neue Variable gleichen Namens definiert werden. Das heißt, innerhalb eines Prozedurrumpfs kann ich beispielsweise nicht zwei Variablen mit dem Namen Anzahl definieren. Und dann liefert schon der Compiler einen Fehler. Ausnahme, ich kann gleichnamige globale und lokale Variablen definieren. Das heißt, eine Variable Anzahl als globale Variable und eine Variable Anzahl als lokale Variable. Dann gilt, lokale überladen globale Variablen. Das heißt, wenn ich dann mit diesem Namen Anzahl arbeite, nutze ich in dem Fall die lokale Variable und nicht die globale.